Hey, liebe Kinder, schön, dass ihr wieder hier dabei seid bei City Light. Ich freue mich richtig und ich würde gerne noch zum Anfang beten und dann können wir auch schon starten. Vater, ich danke dir dafür, dass du wieder da bist. Danke, dass du immer bei uns bist und dass wir dir immer vertrauen dürfen und ja, du uns so beschenkst. Amen. Amen. So, Kinder, was ist jetzt dran? Wisst ihr das schon? Wen rufen wir jetzt? Ich höre nichts. Wen rufen wir jetzt? Richtig, wir rufen den Django. Okay? Also, bei drei, ich glaube, wir müssen heute ein bisschen lauter rufen. Ich glaube, der hört nicht viel. Wir können jetzt mal richtig laut rufen, okay? Eins, zwei, drei. Django. Django. Hallo Marcel. Hey, wie geht's dir? Was hast denn du da auf dem Kopf? Wie, was habe ich auf dem Kopf? Ja, guck mal. Du hast da... Kinder, was hat der da auf dem Kopf? Ich sehe nichts. Hörst du nicht, was die Kinder sagen, Django? Du hast eine Bananenschale auf dem Kopf. Eine Bananenschale? Ja, eine Bananenschale. Ah, da ist die. Ich habe die schon überall gesucht. Die war auf einmal verschwunden. Ja, das glaube ich dir. Kannst du die runternehmen? Natürlich. Aber nicht drauf aufrutschen. Tu die mal lieber hier hin, ja? Okay. So, dann rutscht auch keiner aus. Marcel? Ja? Ich freue mich schon richtig, dir was zu verraten. Okay. Komm mal her, ich muss dir das flüstern. Du musst mir das flüstern? Ja. Okay. Boah, du hast... Darf ich das laut sagen, Django? Ja, klar. Der Django hat wieder einen Schatz dabei. Noch was sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, er ist für die Kinder. Ja. Leute, das ist ja mal cool. Du hast einen Schatz für die Kinder? Ja. Boah, cool. Ich freue mich schon richtig. Soll ich euch zeigen? Ja, zeig den mal, oder? Ja, die Kinder wollen ihn sehen. Komm, hol den raus. Okay, einen Moment. Das ist ja mal cool. Aber warte, da gibt's noch was Cooles. UFOs von Hitchler. Mit Brausepulver drin. Das ist ja mal lecker. Oh, wow. Das ist ja mal Hammer. Guck mal, da sind Wasserbomben drin. Und ja. Wie geht das dann? Wie funktioniert das? Da muss man Wasser reinmachen. Und dann macht man den Luftballon oder die kleine Wasserbombe vorne dran. Und dann pustet man es auf. Dann ist da Wasser drin. Nicht schlecht. Aber das sollte man nicht im Haus werfen. Habe ich schon mal gemacht. Hast du schon mal gemacht? Ja, ich habe Ärger gekriegt. Ja, das glaube ich dir. Weißt du, warum ich mich so gefreut habe, das jetzt zu erzählen? Warum? Weil ich liebe es, gute Nachrichten zu verbreiten. Oh, okay. Und ich glaube, die Kinder freuen sich doch richtig über so ein cooles Geschenk, oder? Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und wie ihr das gewinnen könnt, das erfahrt ihr am Ende, okay? Also bleibt bis zum Schluss dran. Das aufregend. Oh ja. So, Django, was kommt jetzt dran? Ich weiß es. Was denn? Ach, Marcel, du bist so vergesslich. Ich fange einfach mal an zu rufen. Berlin! Stimmt. Komm, wir rufen nochmal zu zweit. Okay. Eins, zwei, drei. Berlin! Hi, ihr beiden. Hi. Hi, Kinder. Boah, ich bin richtig aufgeregt. Warum denn? Ich muss euch was erzählen. Jetzt bin ich aufgeregt. Erzähl mal. Ich habe einen richtig, 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 richtig coolen Freund. Oh, wirklich? Mhm. Und wer ist es? Soll ich euch das verraten? Ja. Verrat mal. Doch, ich will euch das unbedingt sagen, weil das ist so cool. Mein bester Freund, das ist Jesus. Jesus ist so cool. Kennt ihr den? Ja. Ja? Oh, ich feier ihn. Der ist so cool. Ich liebe es. Mit ihm geht es mir richtig, richtig gut. Er tut mir so Gutes und er beschenkt mich jeden Tag. Wirklich. Das ist so cool. Und wisst ihr was? Was denn? Ich finde, er ist es wert, dass ich für ihn singe zum Beispiel. Und auch vor allem euch davon erzähle. Oh ja, das war echt ein richtig
gute Nachricht von dir. Ja, ne? Danke dir, ey. Habt ihr Lust, mit mir zusammen für ihn zu singen? Oh. Ja. Ja. Ja? Und auf ihr Kinder? Django hat Bock, Marcel hat Bock und ihr? Habt ihr Lust? Yes, sehr gut. Ich würde sagen, für das nächste Lied, da klatschen wir nämlich zweimal unten, einmal oben und da müssen wir unsere Hände ein bisschen aufwärmen, damit der kleine Finger sich ja nicht verstaucht oder so, ne? Okay, dann würde ich sagen, machen wir einmal die Hände warm. Wir spreizen die gleich ganz schnell, okay? Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Schneller, noch schneller, aber das geht fast gar nicht. Das geht ja nicht. Und stopp, einmal ausschütteln und das machen wir jetzt nochmal. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Schneller, noch schneller und stopp. Okay, boah, und jetzt, das war krass. Das geht schon in die Arme, ja, ne? Jetzt machen wir eine Dehnübung für den Zeigefinger. Und zwar geht das so, dass du den Zeigefinger nach oben streckst und dann zur Seite. Nach oben und zur Seite. Und wir machen das jetzt ein bisschen schwieriger. Und zwar machen wir das mit der zweiten Hand auch so, aber versetzt. Okay. Verstehst du es? Ja, ich verstehe es, glaube ich. Und zwar gehen wir so und so. Okay. Okay, ich glaube, ich hab's drauf. Ja? Ja, ich glaube schon. Jetzt machen wir es ein bisschen schneller. Boah. Okay. Noch schneller. Noch schneller. Boah. Alles klar. Und noch schneller. Okay, stopp. Ich glaube, unsere Hände sind jetzt aufgewärmt und wir können mit dem ersten Lied starten. Auf geht's. Stellt euch mal vor, ihr seid Arzt oder irgendein Wissenschaftler und ihr habt die Medizin erfunden, die alle Krankheiten heilt. Also ihr habt wirklich die Medizin, die jede Krankheit auf der ganzen Welt heilen könnte. Und da müsst ihr euch jetzt mal reinversetzen, was würdet ihr machen? Würdet ihr, keine Ahnung, das für euch behalten und euch einfach darüber freuen und ja, in eurem Zimmer vielleicht vor Freude hüpfen, weil ihr es erfunden habt, oder würdet ihr das weitererzählen? Also ich glaube, wenn ich diese Medizin erfunden hätte, ich würde es allen Menschen weitererzählen, weil das so eine coole Botschaft ist. Und darum geht es heute in unserer Geschichte, weil es um eine Botschaft gibt, die so, so, so cool ist, dass wir sie unbedingt weitererzählen wollen. Und zwar handelt diese Geschichte von einem Mann, der in Äthiopien lebt. Und dieser Mann, der war traurig. Der saß an seinem Tisch und war traurig und hat überlegt, woran es liegen könnte. Und er wusste auch gar nicht genau, woran es liegt. Und irgendwas fehlte ihm. Und er ist dann in dem Land rumgereist ein bisschen und hat die Götter gefragt. In dem Land hatten die verschiedene Götter und irgendwie konnte ihm keiner helfen. Aber es gab eine Person, die ihm von einem Gott erzählt hat, den die Menschen in Israel anbeten. Und zwar ist es ein Gott und in Israel glauben die auch an diesen Gott und dass das auch der einzig wahre Gott ist. Und da war der so neugierig und er wollte sich auf die Suche machen. Aber es gab ein Problem und zwar ist das Land 3000 Kilometer entfernt gewesen. Ich habe letzte Woche meine Eltern besucht. Und die wohnen fast 300 Kilometer entfernt. Und ich fahre mit dem Auto um die 3 Stunden dahin. Und das, finde ich, ist schon richtig, richtig lange. Und dieser Mann, der wollte sich auf den Weg machen in eine Stadt, die 3000 Kilometer entfernt liegt. Richtig krass, oder? Und was auch noch heftig ist, die hatten gar kein Auto. Das heißt, er war wochenlang unterwegs. Aber weil ihm das so wichtig war und weil er das Gefühl hatte, er muss sich auf den Weg machen, um ja, die Wahrheit rauszufinden und um diesen Gott kennenzulernen. Deswegen hat er das gemacht. Der hat sich dann Urlaub genommen und ist losgegangen. Ich muss euch nämlich noch sagen, dieser Mann, der war richtig reich, weil der für den König gearbeitet hat. Er war Schatzmeister. Und deswegen musste der das mit dem König erstmal absprechen, ob er sich dann auch auf den Weg machen darf. Und dann ist er losgezogen in einer Kutsche. So, und auf einer oder an einem anderen Ort in der Nähe von Jerusalem spielt eine Geschichte mit einem Mann, der Philippus heißt.
Und zwar habt ihr letzte Woche die Geschichte von Nelly gehört und Nelly hat euch erzählt, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das ist ein Fest, was gefeiert wird, Himmelfahrt heißt das. Und vielleicht weiß ja jemand von euch, was für ein Fest wir heute feiern. Und zwar geht es heute um Pfingsten. Weiß jemand von euch, was hier passiert ist? Ihr erinnert euch vielleicht an ein Bild, was Nelly euch gezeigt hat. Und zwar war das ein Bild von einer Flamme. Das war ein Feuer. Und das ist so ein Symbol dafür, das wird gerne verwendet, was an Pfingsten passiert ist. Und zwar ist wirklich Großes passiert. Und alle Leute waren gerade richtig glücklich da. Die ganzen Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und ihn kannten. Weil Jesus ist zwar in den Himmel aufgefahren, aber jemand kam auch wieder runter. Und das war Gott als Heiliger Geist. Und das heißt, Gott war immer bei ihnen, egal wo sie hingegangen sind. Ihr erinnert euch ganz bestimmt auch noch daran, was Nelly gesagt hat. Und zwar hat Jesus ganz am Ende, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium, also die frohe Botschaft. Die Menschen hatten eine frohe Botschaft, so wie wir das gerade am Anfang hatten, in der Einleitung, mit dieser Botschaft von einem Heilmittel. Die Menschen wussten nämlich, dass Jesus der Retter ist. Und das ist eine Botschaft, die nicht für sich behalten können. Die müssen sie weitererzählen. Und das haben sie dort gemacht. Die haben den Menschen von Jesus erzählt und da sind auch viele Dinge passiert. Und die waren einfach voller Freude. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Und zwar war da Philippus in Jerusalem und Gott hat ihm gesagt, Philippus, ich möchte, dass du losgehst. Und das war gar keine kurze Strecke, der musste noch 300 Kilometer laufen zu einem Standort in der Nähe von Jerusalem. Und er dachte sich vielleicht so, warum soll ich jetzt losziehen? Hier läuft doch gerade so viel ab, hier sind gerade alle so glücklich und wir können gerade so viel machen und hier erleben wir so viele Wunder, warum soll ich jetzt auf einmal losziehen? Aber wir haben ja schon mal am Anfang in den letzten Wochen gehört, dass wir Jesus vertrauen sollen. Und das hat Philippus gemacht. Er ist einfach losgezogen und hat Gott vertraut, dass er schon weiß, was da passiert. Und so ist Philippus dahin gezogen. Und zwar hat er dort eine Kutsche getroffen. Und wisst ihr, wer in dieser Kutsche saß? Das war der Mann aus Äthiopien, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe. Dieser Mann war nämlich in der Zwischenzeit in Jerusalem und hat dort eine Schriftrolle gekriegt. Wisst ihr, was eine Schriftrolle ist? Früher hatten die nicht wie heute, wie wir, eine Bibel, wo alle Bücher der Bibel beschrieben waren. Heute können wir einfach die Bibel aufschlagen und in der Bibel lesen. Und früher gab es noch Schriftrollen. Das waren dann zum Teil nur einzelne Bücher. Und der Mann aus Äthiopien, der hatte eine Schriftrolle von einem Buch und das war das Jesaja-Buch, das steht im Alten Testament. Und er saß in der Kutsche und war am Lesen. Und irgendwann hat der Heilige Geist zu Philippus gesagt, hey Philippus, geh mal ein bisschen näher dran und hör mal zu, was da geredet wird. Und er ging hin und hat gelauscht und gehört, der liest ja in der Jesaja-Rolle und hat den Äthiopier dann einfach angesprochen, hey, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und er meinte, nein, wie sollte ich das denn verstehen, wenn mir das noch nie jemand erklärt hat? Und hat gesagt, hey Philippus, komm doch mal rein und erklär mir das. Und dann hat der Mann aus Äthiopien die Schriftrolle genommen, hat sie aufgemacht und vorgelesen. Und da stand, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt und niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Und dann hat der Äthiopier Philippus gefragt, Philippus, hier steht immer wieder er, von wem wird denn geredet? Wer ist dieser Mensch oder wer ist diese Person, von dem hier die Rede ist? Und da hat Philippus sich richtig gefreut, weil er wusste, er hat jetzt die Möglichkeit, von Jesus zu erzählen. Jesus hat ja gesagt, wir sollen den ganzen Menschen von Jesus erzählen. Und das hat er dann gemacht. Er hat ihm erklärt, wer Jesus war, dass er als Retter auf die Welt gekommen ist und dass
man schon immer auf diesen Retter gewartet hat. Im Alten Testament, wenn ihr in der Bibel lest, da steht immer wieder, dass sie auf der Suche nach diesem Retter waren. Und Jesus ist dieser Retter, hat Philippus ja gesagt. Jesus ist gekommen, um uns Menschen zu retten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, vor was soll er uns denn retten? Und das hat Jesus gemacht am Kreuz, als er für unsere Sünden gestorben ist, weil die Sünde, die trennt uns von Gott. Sünde sind ja alle Dinge, die wir sagen, die wir denken, die wir tun, die Gott einfach nicht mag. Und Jesus hat uns gerettet, indem er uns wieder mit Gott zusammengebracht hat, weil jetzt können wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist doch eine tolle Botschaft, oder? Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich drüber nachdenke, dann ist das wirklich eine Botschaft, die man unbedingt weitererzählen muss. Und das hat Philippus getan. Er hat mit Stephanus geredet und der war richtig hin und weg. Der hat von einem Mann gehört, der für ihn gestorben ist. Und das hat ihn so begeistert, dass er gesagt hat, hey, ich möchte auch mit diesem Gott leben. Und ich möchte mich mit ihm beschäftigen. Ich will mehr von ihm erfahren, aber ich will wirklich mit ihm leben. Und dann ist was richtig Cooles passiert. Und zwar hat er hinten ein Gewässer gesehen, wahrscheinlich war es ein See oder ein Fluss, was auch immer. Und hat gesagt, hey, was hindert es mich jetzt? Ich möchte mich da gerne taufen lassen. Und damit allen zeigen, dass ich jetzt wirklich mit Jesus leben möchte. Und das haben die dann auch gemacht. Philippus hat den Mann aus Äthiopien getauft. Und dieser Mann aus Äthiopien, der hat ja diese lange Reise auf sich genommen, um diesen Gott kennenzulernen, den die Menschen dort in Israel angebetet haben. Und das hat er getan. Er hat Jesus kennengelernt und hat angefangen, mit ihm zu leben als Retter. Und ich habe ja gesagt, er war am Anfang echt traurig, weil ihm irgendwas gefehlt hat. Und jetzt war er auf dem Rückweg und er war richtig, richtig glücklich, weil er wusste, dass er einen Retter hat, mit dem er jetzt leben kann. Genau, und das ist die Geschichte, die ich euch heute mitgebracht hatte. Und wisst ihr, so wie am Anfang in der Einleitung wir überlegt haben, was wäre, wenn wir eine richtig tolle Medizin erfinden, die Menschen helfen kann, so wissen wir eine Botschaft, die den anderen Menschen helfen kann, weil Jesus gekommen ist, um jeden Menschen zu retten. Und das ist doch eine Botschaft, die sich lohnt, weiterzuerzählen. Oder was denkt ihr? Also ich finde, wir sollten viel mehr davon reden. Vielleicht kennt ihr ja irgendwelche Freundinnen, die das noch gar nicht wissen, oder Freunde, oder ihr wollt einfach mal eurer Mama davon erzählen, dann könnt ihr das einfach machen, weil so wie Berlin das am Anfang gesagt hat, von Jesus zu erzählen, das lohnt sich, weil er unser Freund ist. Genau, das wollte ich euch mitgeben und das war die Geschichte für heute. Wie cool ist das denn? Das war ja eine richtig coole Geschichte und ich finde, der Philippus, der war ziemlich mutig und das finde ich richtig cool, wenn man anderen Leuten von Jesus erzählt. Und heute lernen wir einen Vers, der uns daran erinnert, dass wir anderen Leuten von Jesus erzählen können. Weil Jesus hat uns gesagt, dass wir es tun können. Und ich glaube, die Botschaft ist es auch wert, dass wir es machen. Der Vers, der steht diesmal nicht in Psalm 91, sondern in 2. Korinther 5, Vers 20b. Das ist ein bisschen schwieriger, aber das kriegst du bestimmt hin. Und den lernen wir jetzt zusammen, okay? Und zwar geht der so: So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen. Und da wird das Herz ganz weit und offen, weil Jesus uns Frieden schenkt und uns ein freies Herz gibt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Okay, wir machen das jetzt nochmal. So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20b. Okay, noch einmal. So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20b. Okay, ich glaube, wir müssen verstehen, dass Jesus quasi uns fast schon den Auftrag gegeben hat, anderen Leuten von ihm zu erzählen. Deswegen sagen wir am Anfang, so bitten wir an Christi statt, also an Christi Stelle quasi, sagen wir anderen Leuten, dass sie sich mit Jesus versöhnen, mit Gott versöhnen können. Das ist richtig cool. Und jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Und zwar seht ihr hier den Vers eingeblendet und jetzt nehmen wir ein paar Worte weg. Und ich sage die Worte auch nicht, sondern ihr müsst den Vers auswendig können oder
Ja, mit der kleinen Hilfe. Also, wir beginnen mal. So bitten wir an statt. Lasst euch mit Korinther, 2. Korinther 5, Vers 20b. Noch einmal, okay? So bitten wir an statt. Lasst euch mit, sehr gut, 2. Korinther 5, Vers 20b. Ich bin gespannt, wie gut du das schaffst. So, Kinder, da sind wir wieder. Wir haben wieder ein richtig cooles Spiel für euch. Und zwar, vielleicht sagt euch das ja schon was. Ja. Wir wollen diese Luftballons zerplatzen lassen. Und ihr braucht dafür ein Band und einen Luftballon. Dass ihr, also den Luftballon müsst ihr schon gut aufpusten, damit der schön straff ist. Und den bindet ihr euch dann an euren Fuß. Ihr dürft so viele Leute wie möglich mitspielen lassen. Also es macht schon Spaß, wenn da noch mehr dabei sind. Also ihr könnt auch Mama und Papa fragen oder Bruder und Schwester, wie ihr wollt. Und wenn ihr euch die Sachen geholt habt, dann kann es auch schon losgehen. Und zwar, wie geht denn das? Ich erkläre euch mal. Also, Talita und ich haben jetzt diesen Luftballon um ein Bein gewickelt oder gebunden. Und wir versuchen jetzt jeweils von dem anderen, also ich versuche von Talita, den Luftballon zu zertreten. Ich will aber unbedingt verhindern, dass sie meinen Luftballon zertritt. Das heißt, wer als erstes den Luftballon vom anderen zertreten hat, der hat gewonnen. Okay? Und ich weiß schon, wer das sein wird. Oh oh, nein, ich glaube nicht. Talita hat mir gerade gesagt, dass sie jedes Mal bisher gegen mich gewonnen hat. Und ich glaube, dieses Mal wird es anders sein. Talita, ich glaube, ich gewinne. Ich bin bereit auf jeden Fall. Okay, ich bin bereit. Und Kids, seid ihr bereit? Hoffentlich habt ihr alle Sachen geholt, sonst könnt ihr nochmal schnell auf Pause machen und die Sachen schnell besorgen. Ansonsten würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Los! Ich hab gewonnen. Oh. Bei ihm kommt auf jeden Fall auch großes Luft raus. Na gut, Marcel hat gewonnen. So war das. So ist es dann wohl. Schade, ich konnte es nicht fortführen. Tja, Talita, du hast mich herausgefordert. Ja. Und leider. So ist das. Ihr fragt euch bestimmt schon, was mit dem Gewinnspiel ist. Wir haben ja am Anfang was angekündigt oder eher gesagt, Django hatte eine frohe Botschaft für euch, dass ihr was gewinnen könnt. Und das können wir euch jetzt verraten, wie. Und zwar haben wir uns gedacht, irgendwie werden in der letzten Zeit auch immer, ja, vielleicht ein paar bedrückende oder traurige Nachrichten verbreitet. Und heute geht es ja um die frohe Botschaft. Und wir dachten uns, dass ihr uns einfach irgendeine, ja, tolle Geschichte erzählt, die ihr in der letzten Zeit erlebt habt. Es kann irgendwie sein, dass ihr ein Paket bekommen habt oder dass ihr irgendwas Leckeres gegessen habt oder irgendjemandem eine Überraschung gemacht habt. Und das schreibt ihr uns in die Kommentare oder als E-Mail. Und genau, das ist einfach eine Botschaft, die geteilt werden sollte. Und dann losen wir wieder aus, wer diese coolen Sachen gewinnt. Also macht auf jeden Fall mit, es lohnt sich. Krass. Okay. So. Bevor wir zum Abschluss kommen, Talita, worum ging es heute? Also, wir haben ja schon oft das Wort frohe Botschaft gehört. Und zwar ging es heute darum, dass wir eine richtig, richtig frohe Botschaft zu verkünden haben. Und das ist die Botschaft, dass Jesus lebt und dass er mit uns ist. Jederzeit, weil er ja den Heiligen Geist gesandt hat. Und das ist ja Gott, der die ganze Zeit bei uns ist. Und das ist doch mal eine Botschaft, die sich lohnt, weiter zu sagen, oder? Absolut. Und das können wir uns merken. Also manchmal vergesse ich das vielleicht, dass es einfach so was Tolles ist, was man eigentlich weitererzählen sollte. Und ich glaube, das ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern, das weiter zu sagen, ja, oder? Das stimmt. Da
Dann lass uns das als Herausforderung für die nächste Woche mitnehmen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.